Ja, heidi ho, meine Hübschen, herzlich willkommen hier zu einem relativ kurzen Let's Play. Wir werden hier mal reingucken. Das Ganze in Zusammenarbeit mit Gameforge, die mir das Ganze hier in Form einer Kampagne angeboten haben. Damit handelt es sich hierbei um ein bezahltes Let's Play. Vielen Dank an dieser Stelle, was allerdings, weise ich direkt darauf hin, keinen Einfluss darauf haben wird auf meine Meinung, auf meine Objektivität. Ihr werdet hier quasi von mir ein neutrales Feedback erhalten über, man sieht es, Guardians of Ember. Und ja, Guardians of Ember hat man vor, ich glaube, rund 2 Jahren bei mir schon mal auf dem Channel gesehen. Damals noch unter der Leitung von Insel Games, so hieß die Firma, beziehungsweise das Studio. Und ja, mittlerweile ist es nicht mehr unter Insel Games Hand, sondern gehört zu Gameforge, bekannt von Aion. Die haben diverse Spiele gemacht, viele davon werdet ihr kennen. Guckt einfach mal auf der Seite. Und ist mittlerweile auch dafür bekannt, dass sie viele, viele MMOs rausbringen bzw. betreuen, unter ihrer Hand haben. Und das ein oder andere werdet ihr sicherlich kennen. Ja, Guardians of Ember ist endlich zurück. Wurde vor, ich glaube, 1 Jahr ungefähr aus dem Steam Store verbannt. Einfach weil Insel Games leider ihre Mitarbeiter dazu angehalten hat, Reviews über das Spiel auf Steam zu veröffentlichen. Wenn ich sage, ey, mein Moderator Moniponi XY, schreibt mal auf YouTube einen schönen Kommentar über mich. Ne? Ist halt nicht ganz so objektiv. Und dementsprechend wurde das Ganze dann von Steam gebannt. Beziehungsweise verbannt. Man hat es dann lange, lange nicht gesehen. Und Gameforge hat sich das Ganze jetzt angenommen. Betreibt das Spiel jetzt weiterhin unter dem Entwicklerstudio von Runeraker. Wann ist, glaube ich, Runerake. Dein Mann kennt es auch. Also nach wie vor hat sich da nichts geändert. Was jetzt hier allerdings natürlich ein ganz anderer Fall ist, ist einfach, Gameforge ist ein etwas größeres Studio, beziehungsweise eine etwas größere Firma. Die haben natürlich wesentlich mehr finanzielle Möglichkeiten, das Spiel zu promoten, marketingtechnisch voranzubringen und dementsprechend da auch viel, viel mehr auf die Bedürfnisse der Spieler einzugehen. Und das merkt man schon. Also wenn ich überlege, damals vor 2 Jahren ganz auf einmal reingeguckt, man hat hier und da mal so ein paar Leute gesehen. Durchschnittlich waren dann immer so um die 800 Leute online. 800 Leute für ein MMO ist nichts. Es ist wirklich verschwindend gering. Und ja, man merkt jetzt hier mit Gameforge, die das wirklich massiv voranbringen, die massiv die Werbetrommel gerührt haben. Die Server sind vorgestern, glaube ich, abgeschmiert. Das heißt, es waren so viele Leute da, es war so ein Ansturm auf das Spiel, dass die Server abgeschmiert sind. Das haben sie aber behoben und das Spiel ist jetzt wieder ganz normal nutzbar. Und ja, ich habe am Anfang schon gesagt, das Ganze ist ein bezahltes Let's Play. Und die Leute, die mich kennen, die wissen, ich mache das nicht nur für mich, sondern auch für euch. Ich habe parallel auch 10 Coupons rausgehandelt, das heißt Premium-Accounts, nicht Accounts, sondern Premium-Coupons, wo ihr quasi dann, ja, Premium-Sachen bekommt, geschenkt. Ne, die verlose ich einfach in den Kommentaren. Einfach in die Kommentare schreiben, warum ihr den haben wollt und vor allem, wie eure Erfahrung bisher mit Guardians of Ember ist und was ihr besser machen würdet. Das würde mich persönlich interessieren. Und die verlose ich dann random, die Codes. Und deswegen einfach mal dann rein damit in die Kommentare. Wir haben das Spiel jetzt hier ein paar Stunden getestet. Ich habe jetzt hier einen Char, der ist Level 12, also noch relativ am Anfang. Wir werden innerhalb der nächsten Folgen auch noch einen High-Level-Char mitspielen und den uns mal angucken, sodass wir da wirklich mal wirklich am Anfang des Spiels uns einen Eindruck machen können, zur Mitte des Spiels und natürlich auch zum Ende hin des Spieles. Dass wir da gucken können, okay, was kommt auf uns zu? Womit könnt ihr rechnen? Ne? Finde ich persönlich auch mal sehr, sehr interessant. Auch hier nochmal vielen, vielen Dank an Gameforge, die mir direkt vorab ein bisschen was zur Verfügung gestellt haben. Equipment technisch nicht, sondern einfach Mounts, sodass wir schneller laufen können, dass wir halt schneller unterwegs sind, weil ihr wisst, meine Spielzeit ist begrenzt. Ich habe leider nicht so viel Zeit, da mittlerweile schon viel, viel andere Projekte warten. Und das bringt einfach bei mir hier den Boost ein bisschen voran. Das Spiel an sich ist relativ geblieben, wie bei Insel Games damals. Hat sich natürlich viel geändert. Es wirkt aber ein bisschen flüssiger, wie ich finde, auch von den Skills her. Das Skills-Casten finde ich persönlich viel, viel flüssiger. Er hat sich damals so ein bisschen träger angefühlt. Da, finde ich, wurde was gemacht. Aber ich habe mir die Patchlogs nicht angeschaut. Müsstet ihr mal selbst schauen. Ansonsten, wir sind jetzt hier Level 12. Ich habe mir mein Häuschen gerade eingerichtet, wie ihr hier seht. So, Bett ist da, Tisch ist da, ein bisschen Lektüre, Abendlektüre ist da. Also, was will man mehr? Wir gehen jetzt einmal aber zurück. Können wir hier einfach über den Button machen. Dann gehen wir einmal zur Stadt. Und es spielen tatsächlich mittlerweile auch viele, viele meiner Zuschauer. Also das hat mich echt gewundert. Ich habe das letztens im Stream reingeschmissen. Und dann kamen wieder so ein paar Leute, die gesagt haben, ey Kraxel, du spielst das wieder? Und die haben tatsächlich das Spiel damals durch mich entdeckt. Also das fand ich das Coolste daran.
Okay, hier ist die Laufanimation sehr, sehr träge. Ja, warum nicht? Wir sind übrigens ja tot, ne? Also ich habe gesagt, Gameforge, wenn ich das für euch spielen soll, dann würde ich verdammt nochmal der Tod sein. Und ich bin der Tod. Ja, also, sehr, sehr, sehr geil. So, wir mounten mal kurz auf. Ich muss mal gucken, wo ich überhaupt hin muss hier. Wir sind jetzt hier Bazar von Neu-Kudan. Eine Gilde werden wir natürlich auch erstellen. Wir hatten auf Steam damals eine Gilde, die ist aber hier leider nicht mehr da. Das heißt, müssen sie neu erstellen. Ist aber nicht weiter tragisch, kostet glaube ich 60.000 Gold oder 30.000 Gold. Also es wird uns nicht umbringen. So, das Spiel werden wir natürlich privat oder im Stream auch noch viel, viel weiter spielen. Als Let's Play werde ich es aber leider nur auf 3 Folgen begrenzen. Einfach aus dem Grund, da jetzt einfach zu viel rauskommt, was wir spielen werden, wo ich Bock drauf habe. Und da kam leider Guardians of Ember zu spät. Ich habe den Slot jetzt hier quasi nur ein bisschen zwischengeschoben. Ihr seht es ja selbst bei mir auf dem Channel, da ist derzeit sehr viel los. So, wir laufen mal weiter. Ihr seht, es sind auch mittlerweile echt viele Spieler online. Wir gehen mal ganz kurz hier rum. Ich habe mich verritten. Und was ich mir persönlich noch wünschen würde vom Spiel, ist einfach, dass man verschiedene Sprachchannel hat. Also derzeit ist es so, dass Russen, Franzosen, Engländer, Deutsche, alle zusammen in einer Schüssel sitzen, weißt du? Und es ist teilweise ein bisschen schwierig, da eine Gruppe zu finden. Ich hoffe, dass da noch was kommt, patchmäßig, dass man da ein bisschen nochmal ansetzt. Oh, hier ist ein Mondsplitter. Okay, ein Deutscher. Juhu! Banshee, okay. Dass man da wirklich mehr Leute seines Landes irgendwie zusammen hat, weil macht die Gruppensuche einfach einfacher, ne? So, was haben wir denn hier? Was will der gute... Guardian of Ember, ich habe mit Carl Delane über seine Ideen gesprochen und ich bin im Großen und Ganzen über die aktuelle Situation im Bilde. Hier bin ich, was nun? Danke, dass ihr hergekommen seid, Guardians of Ember. Mit ein bisschen Hilfe sollten wir das schnell erledigt haben. Ich habe das Lager von Rayridge bereits ausgekundschaftet. Wenn ihr helfen wollt, dann errichtet erstmal eine Verteidigungsbarriere. Lasst mich euch erklären, wie man das macht. Okay, Quest annehmen, machen wir natürlich. Ich lese mir das nicht weiter durch. Ihr wisst alle, ich bin lesefaul. Ich bin verdammt lesefaul. Wir müssen nach Rayridge. Teleportieren wir uns hin. Kostet nichts. Aber wir sind... wir sind im Rayridge. Wir müssen da nicht hin. Wir sind da bereits. Jetzt muss ich nochmal... Warte mal. Okay. Gehen wir ganz kurz hin. Hier verknusperte Hügel. Wir gehen zu den zerklüfteten Hügeln mal. Da haben wir nämlich, glaube ich, auch noch ein paar Quests. Gold haben wir genug mittlerweile. Ich glaube, ich hatte vorhin 70.000, 80.000 Gold. Haben wir hier eine Quest? War doch falsche Map, ne? Ja, okay. Hier haben wir ein paar Quests übersehen. Und mittlerweile 70.000 Gold, weil ich das Haus ein bisschen gestaltet habe. Mich da ein bisschen quasi, ja. Ich habe da quasi meinen inneren Sims rausgelassen, weißt du, meinen inneren Sims-Player. Komm, stirb. Oh, falsches Skill. Entschuldigung, den wollte ich haben. So. Jetzt hier übrigens bei Schaden. Ich guck gerade mal. Schaden 110. Ich habe vorhin noch eine Waffe gefunden, die uns ein bisschen besser hilft. Daher ist das schon relativ nice. So, ja, komm, schieß ruhig auf mich, ist okay. Ich pull die mal ein bisschen zusammen. Gameforge arbeitet übrigens derzeit dran, dass sie das Spiel auch auf... dass sie das Spiel wieder auf Steam kriegen. Ne? Ist derzeit, wie gesagt, in Arbeit. Hoffentlich kommt es. Wird natürlich nochmal dann enorm die Spielergemeinde fördern, dass einfach mehr und mehr Leute hier sind. Mehr Leute zocken. Es ist Free-to-Play. Natürlich, Gameforge ist bekannt für den In-Game-Store. Das kennt man aus allen Spielen. Was allerdings nicht unbedingt heißen muss, dass es Pay-to-Win ist. Wir gucken aber da gleich mal rein. So, hier haben wir noch eine Wühlmaus. Frank, haben wir reingeschmissen? Okay. Ja, komm. Stimmt doch einfach nicht mit dir. Okay. Was müssen wir überhaupt machen? Warte mal. Müssen wir irgendeinen Boss killen. Warte mal, da oben leuchtet was. Da gehen wir ganz kurz hin. Hör auf, mich anzugreifen. Himmelarschen zu gehen. Das Coole an Guardians of Ember, wie ich finde, ist einfach, man kann zwei Klassen wählen. Ne? Ich gehe da mal ganz kurz rein. Unser Skill-Menü. Wo war es? Genau, hier war es. Da haben wir einmal unsere Hauptklasse. Die Nebenklasse schalten wir, glaube ich, 15 oder 16 frei. Und da haben wir dann quasi, oder können quasi zwei Klassen kombinieren. Das finde ich schon persönlich sehr, sehr cool. So, wir machen hier Ausweichraten. Den brauchen wir hier gar nicht. Ach, wo gehen wir denn weiter? Passiv. Kommt erst mit Level 16, die nächste. Ne, Level 13, okay, also Level 12 noch ein Level. Und dann würde ich sagen, warte mal, lass mal den reinhauen, den habe ich noch gar nicht drin. Wir gehen mal auf kritische Trefferrate oder, warte mal, Angriffs-Attributschaden. Was haben wir hier? Rüstung, Schildstärke, Angriffstempo. Bin hier schon komplett auf Angriffstempo gegangen, wie ihr hier seht. Das heißt, da habe ich schon viel, viel rausgeholt. Einfach, damit wir schneller unsere Spells raushauen können. Muss ich dich befreien?
Ich mach's einfach mal. Einfach, weil ich ein Netten bin. Weißt du? Was? 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 Halt, stopp. Nicht mit mir. So. Genau. Schmeiß mal die Tränke rein. Okay. Jetzt haben wir ihn befreit. So. Er ist auch frei. Dungeons gibt's hier natürlich auch. Ihr könnt Mitspieler, ihr könnt Gilden gründen. Also eigentlich, wie man es halt von damals kennt. Ich habe das Spiel leider dann nie wirklich weitergezockt, einfach weil mir die Spieler gefehlt haben. Ja, es ist ein MMO und man hat einen MMO-Charakter nicht gehabt. Das lag einfach daran, dass, wie gerade schon erwähnt, in the game zu wenig Kapital, zu wenig Finanzen in die, ins Marketing gesteckt hat. Ne? Das heißt, man hat. Das ist auch so ein Penis-Warming. Guck mal, oh, wir sterben gleich. Oh no. Nicht jetzt weit? Darf ich hier noch nicht sein? Warte mal. Halt, stopp. Das wissen wir doch zu verhindern hier. So. Der ist down. Aber ich hab auch gleich. Es kann doch nicht wahr sein. Ich kriege so auf die Mütze. Wir brauchen nochmal einen Trank. So, schmeiß direkt mal hinterher. Weh, die. Okay. Dann gehen wir wieder zum Teleport. Oder zum Zoneingang. Ja, Zoneingang ist es. Wir brauchen eine Gruppe. Wir brauchen eine Gruppe. Also wenn ihr Bock habt, ihr könnt mich gerne adden. Ne? Freundesliste ist hier leer bei mir. Haut rein, ich nehme jeden an derzeit. Und dann können wir auch gerne mal im Stream zusammen zocken. Hey, Naked, willst du mit mir Sachen machen? So, warte mal. Wir laden sie mal in eine Gruppe ein. RCS. So, Gruppeneinladung. Vielleicht können wir zusammen ein bisschen was reißen. Yeah! Level 12, da sind wir da Level gleich. Das ist sehr cool. Dann würde ich sagen, lass mal loshauen. Da waren wir schon. Wir müssen hier lang. Komm mal, Miet. Oh, meine Flügelchen. Ja, die fehlen. Die müssen wir natürlich mitnehmen. So, sortieren. Hm, bringt uns noch nichts. Come on, Naked. Ziehen wir die nochmal ein bisschen zusammen. Und ich bin echt mal gespannt, was uns später im Endgame so ein bisschen erwarten wird. Da habe ich nett angefragt bei GameSport, statt mir einen Charakter zur Verfügung gestellt, sodass ich den nicht komplett hochziehen muss. Wird natürlich ewig lange dauern. Ihr kennt es selber. Sodass wir da einfach mal reingucken, wie sieht es dann aus. Das werden wir dann in der dritten Folge machen. Und da wirklich mal schauen, okay, oh, Naked braucht Hilfe. Ich reite mal geschwind hin. Naked, ich komme! Also ich erscheine, aber nicht Naked. Sodass wir da auf jeden Fall schauen werden, was erwartet uns später? Also vor allem, wie sieht es dann aus mit den Skills? Was kann man so drehen? Ich bin echt gespannt. Also wir haben das Spiel noch nie so weit gespielt, dass ich sagen kann, jo, das wird uns retten. Und lass uns mal überraschen. So, hier bin ich. Hi. So, Naked, wo willst du hin? Ich wollte eigentlich hier durch. Achso, eins ist das, was ich haben wollte. Den. Alles klar. Quasi so eine schöne Kanone. Okay, dann komme ich einfach zu dir, machen wir jetzt deine Quest fertig. Okay. War schon ein bisschen weiter. So, was hast du denn für eine Quest? Muss ich hier vielleicht Gegner killen? Wahrscheinlich, ne? Das sieht fast so aus. Muss die Krokodile machen? Boah, erschossen, mein Freund, erschossen. Ansonsten könnt ihr hier ganz normal Quests erledigen. Es gibt natürlich auch Daily-Belohnungen. So, immer wenn ihr euch hinterherlockt, kriegt ihr halt Belohnungen. Man kennt es halt. Wenn ihr gewisse Sachen erledigt. Warte mal, wo war das? Ich guck gleich nochmal. Warte, ich helfe ganz kurz hier. So. So. Ah, wir müssen sie ein bisschen mitziehen. Okay, warte mal. Oh, 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 eine Elite. Kann ich nicht vergessen. Die Mosse ist eigentlich den gelegt? Nee. Ist leider abgespielt. Das sieht man nicht ganz so gut. So. Na, es gibt hier dann die Belohnung. Klar, Questbelohnung. Wo war es denn, was ich suche? Gucken wir gleich. Nice. Unser Pet können wir so einstellen, dass er nur hochwertige Sachen aufnimmt. Habe ich auch schon bereits getan. Ich glaube, das ging in den Systemeinstellungen. Wo war denn das Menü? Lass mich ganz kurz gucken. Herstellung. Erfolge war das. Genau, Erfolge. Seht ihr jetzt hier zum Beispiel, da leuchtet allgemein auf. Klicken wir drauf, dann haben wir Kampf. Dann können wir hier draufklicken und dann erhalten. Ne? Das heißt, wenn wir halt gewisse Sachen machen, kriegen wir hier die Ember-Punkte. Und die können wir natürlich auch im Premium-Shop dann einlösen. Gucken wir mal ganz kurz. So, dann haben wir jetzt hier 270 Ember-Punkte, beziehungsweise auf Deutsch Imperiumsmünzen. Und mit denen können wir hier natürlich auch Sachen kaufen. Wenn wir ein bisschen durchklicken, sehen wir das.
Ansonsten habt ihr hier Outfits, Teleportationspulver, Mounts habt ihr hier. Was haben wir denn unter beliebter Artikel? Erfahrungstrunk, klar, dass man EP-Boost bekommt. Das ist mittlerweile selbst, beziehungsweise nicht selbstverständlich, aber halt überall. In jedem Spiel irgendwie. Und wird uns auch nicht weiter stören. Hausinventarerweiterung, klar, Inventarerweiterung. Davon leben solche Spiele. Man hat immer so ein begrenztes Inventar am Anfang. Das muss man dann finanziell erweitern. Ich weiß gar nicht, ob man das auch gegen Ember-Punkte ersetzen kann. Beziehungsweise erweitern kann. Müsste man mal gucken. Aber das ist natürlich so mittlerweile die gängige Basis, um wirklich MMOs am Laufen zu halten. Klar, es gibt MMOs, die machen das komplett durch Cosmetics. Hier ist das natürlich auch zum Großteil der Fall. Also, wie hier sind es zum Beispiel dieses Totenkostüm, diesen, ja, ich bin der Tod. Auch das könnt ihr durch Cosmetics erwerben, beziehungsweise dann im Store erwerben. Solche Sachen halt. Wir kommen langsam zu unserer Quest, das ist sehr gut. Wir sollten natürlich auch mal gucken, ob wir hier ein paar Sachen finden, die uns verbessern. Oh, hier 2,8%. Ja, nehmen wir mit, komm. Damage ist wichtig. Komm, Naked, ich helfe dir. Lass mal weiterziehen. Wo willst du hin? Komm mal hier. Püppchen, komm rüber. Wir haben noch was zu tun. Himmelarschenzwiel. Öffentlicher Auftrag ist dadurch. Den müssen wir nicht machen. Das ist ein globales Event. Das heißt, wichtig wären jetzt eigentlich hier diese orangenen Kreise, die für uns persönlich hier wichtig sind, weißt du? So, mal kurz unser Abschluss-Schild reinhauen. Ah, nicht schon wieder sterben. Die hauen aber auch rein, die Dreckigen, weißt du? Die hauen aber auch rein. Ist mal kurz kaputt. Fällt was raus? Nein. Okay. Haben wir? Haben wir. Komm schon. Nice. Rückkehrschiffrolle brauchen wir auch. Ganz wichtig. Habe zwar noch einige, aber man weiß ja nicht. So, auf was wartest du jetzt? Angelst du? Jetzt sag nicht, du bist angeln. Dein Ernst? Ja, angeln kann man hier auch. Für die Leute, die angeln mögen, ihr könnt hier angeln. X ist angeln, aber wir haben hier keinen Fluss. Zumindest sehe ich keinen. Ansonsten überall, wo Gewässer ist, könnt ihr angeln. Da zieht ihr Fische raus, die ihr essen könnt. Da zieht ihr Equipment raus. Da zieht ihr Gegner raus. Also relativ viel. Bei Insel Games war es sogar so, dass man auch Mounts rausziehen kann. Natürlich sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Aber auch dort konnte man quasi Premium-Sachen quasi aus dem Fluss ziehen. Ich weiß auch nicht, ob das bei Gameforge auch der Fall ist. Keine Ahnung. So. Komm mal mit. Achso, genau. Können wir auch machen. Hier haben wir ja schon mal zwei. Ach, schön. Ach, guck mal, Wirbelwind. Ja, nice. Da ist hier ein Magier gekommen. Als zweite Klasse würde ich so, weiß ich nicht. Krieger. Irgendwie sowas in die Richtung. So. Sehr laut, ne? Ich mach mal ein bisschen leiser. So. Hat mich Spaß gerissen. Hab ich nicht aufgepasst. Vorteil übrigens, ihr müsst nicht die Quest selbst erledigen, ne? Weil oft hat man das Problem, gerade bei MMOs, man hat das oder die Quest tötet Heinrich den Großen, weißt du? Und dann stehst du davor mit 20 anderen Spielern und der Heinrich den Großen quasi danach tötet, bekommt halt, hat die Quest quasi erledigt, ne? Und die allen anderen 19 Leute, oh, weißt du? Hier ist es nicht. Hier musst du nur dabei stehen bleiben und egal wer ihn tötet, ihr habt die Quest somit auch erfolgreich beendet. Das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Das ist sehr laut, ne? So, jetzt habe ich es nochmal leiser gemacht. Ich hoffe, das passt so. Ohne Pionier. Ne, lass mal. Lassen wir, brauchen wir nicht. Ne, ihr seht's, also wir bekommen die Questbelohnung ebenfalls. Sodass wir da jetzt hier nicht quasi 50 Mal warten müssen, bis wir mal an der Reihe sind. So. Achso, Bestmatch, du kannst natürlich auch mal mit. Warte mal, Bestmatch, komm mal dazu. Du kannst auch mit in der Gruppe. Guck mal an. So. Komm rein, mein Freund, komm rein. Oh no, Naked ist tot. Der Tod ist ihm quasi nackt ins Gesicht gesprungen. So. Genau, nochmal Mana-Trank nehmen und da ist er schon down. Sehr, sehr, sehr nice. Okay, Bestmatch, wie sieht's aus? Kommst du in eine Gruppe? Komm mal dazu, mein Freund. Hier können wir auch noch mit dazu nehmen. Dass wir eine volle Gruppe haben. Wäre natürlich auch geil, dass man da ein paar Dungeons machen könnte, ne?
Bei Dungeons sind die teilweise sehr, sehr heavy. Also da würde ich euch schon eine Gruppe empfehlen. Zumindest auch diverse Schwierigkeitsstufen in den Dungeons gibt. Achso. Müssen wir erst erledigen. So, komm hier hin. Fertig. Nice. Gehen wir einmal hoch. Da warten schon den nächsten Quest. Gehen wir mal hier erst hoch. Und in der nächsten Folge gucken wir dann, wie es weitergeht. Ciao.